Und da gibt es eben spezielles Kettenöl. Da ist aber eben das Problem, wenn man das dann hier im eigenen Garten verspritzt, dann ist das auch nicht besonders gut für die Umwelt. Dann gibt es auch spezielles Bio-Kettenöl, da kostet aber dann so ein Liter etwa 10 Euro. Und ich benutze seit Jahren ein günstiges Rapskernöl. Das ist hier für mal gut und günstig. Jetzt aktuell ist es wieder ein bisschen besser, zeitweise war es relativ teuer. Aber das kriegt man für etwa 2 Euro pro Liter. Im Vergleich dazu Bio-Kettenöl, da zahlt man bis zu 10 Euro pro Liter. Das kommt dann auch einfach in die Motorsäge rein. Das lasse ich auch über den Winter drin. Also der Trick von dem Rapskernöl ist einfach, dass es nicht verharzt. Also das ist zum Beispiel jetzt schon abgelaufen im Juli 21, also über 2 Jahre abgelaufen. Und es ist trotzdem noch absolut frisch. Man kann es auch noch essen. Ist überhaupt nicht verharzt. Das fülle ich dann auch einfach hier ein.